Bist du Anthroposoph, sind voll stumpf deine Engels wie die anderen Luschen, eben nur noch viel schlechter. Das sind keine Fronts, doch tolle Representer. Molle lutscht keine Schwänze. Wer spritzt kontern gar nicht? Wie dumm du bist, Frozen, deine Mama hat wohl schwanger Marihuana gezogen. Was hat sich dicke Haare, Digga, die allerbeste Ware? Knallt hat man ohne Frage deine Haare, miese Hase. Ekliger Stoff auf Rosens Kopf, klebrig mit Haarsberry Bricks auf dem Ort. Dein Rap ist verhaspelt, dein Blick wird geschockt, aber lachst wie ein Kopf, wenn du Requiem bockst. Was verstehen, ich bin real wie Sau, krass gebildet und außerdem sehr gut im Schlagen. Voll schlau und ne Frau saufen kann ich auch, wow, das ist Multitasking. Junge, bitte geh, bitte geh. Du denkst in Klischees, in Klischees. Mutterlands im Moonman-Style, doch sogar ein Moonman. Schlägt deine dumme Scheiße noch an Kreativität. Meine Mom fickt mit Zecke, ach labe du Spaß. Ich glaub, dass deine ein Problem mit dem Aquarium hat. Hilft dir besser, anstatt wieder so einen Text zu verbrechen. Du siehst mich nicht als Mädchen, ich seh dich nicht als Rapper. Und was für Mundgeruch, Frozen, ey. Sogar meine Kotze duftet nach Rosenspaß. Sie riecht nach Kotze, war echt nett mal zu plaudern. Ich hab Angst vor mir selbst, yo, das solltest du auch haben. Ganz dringend, ey, gib dir das, pass auf. Du bist arbeitslos, was machst du harzer bloß? Das ist ein harter Ton, da wär ich gar nicht froh. Du kommst in Atemnot, doch ich sag mal so, so wie du aussiehst, hat deine Mom sich wohl Kontern-Garn in der Schwangerschaft gespritzt. Ey yo, die Potze wird gefickt, weil sie statt krassem Weed meistens nur paar Körperhaare kippt. Du bist wieder drin und hältst dich jetzt für übertrieben geil, doch anstatt der hätte jeder lieber Psychonik dabei. Komisch, dass du sagst, dass Molles Mom Kontern-Garn spritzt, wenn doch nur der Inhalt deiner Parts ein bisschen arm ist. Atemnot. Ey, die Zeile ist super, weil du danach Line unterstreichend nach Luft schnappst. Du redest in jeder Line von Penissen, das und wie du aussiehst, zeigen, wer denn hier das Mädchen ist.